vorführen mit dem Siemens Projektor 2000. Um den Projektor vorführbereit zu machen, muss er mit der Projektionslampe bestückt werden. Diese ist bis zu 1000 Watt erhältlich. Passend zur Projektionslampe muss der entsprechende Vorwiderstand eingesetzt werden. Der Vorwiderstand kann nur polungsrichtig aufgesetzt werden. Schutzkamin aufsetzen und Klappe schließen. Auf der Rückseite des Projektors ist hinter der Klappe das Anschlusskabel sorgfältig verstaut. Schließen Sie den Projektor einfach in einer gebräuchlichen 220 Volt Steckdose an. Objektiv einstecken. Und die Flügelblende 2 oder 3 flüglig für die zu erwartende Vorführgeschwindigkeit vorwählen. Hier sieht man den Unterschied der beiden Blenden. Damit sind alle Vorarbeiten getan. Die Filmspule kann aufgesteckt werden. Die Leerspule auf den hinteren arretierten Arm aufsetzen. Und den Film durch den Filmkanal einlegen. Um die obere Zahntrommel herumführen. Und um die untere Zahntrommel. Dabei auf die Schleifenbildung achten. Nicht zu groß und nicht zu klein. Jetzt nur noch den Film in der Aufnahmespule einfädeln. Hier am Beispiel der Siemens-Spule ganz einfach. Und schon ist der Projektor vorführbereit. Am Hauptbedienelement auf Vorführen gehen. Dann den entsprechenden Lichtstrom einschalten. Hier bei einer 500 Watt Lampe auf die Stromstärke am Ampermeter achten. Diese darf dann bei einer 100 Volt Lampe 5 Ampere nicht übersteigen. Um das Bild ideal auf die Leinwand ausrichten zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier eine Stellschraube am Projektorfuß oder die Höhenverstellung. Der gesamte Projektor neigt sich, um das Bild optimal ausrichten zu können. Hier wird die Schärfe nachreguliert. Mit dem Pilotlicht und der Geschwindigkeitsregulierung ist es im Zusammenhang mit der Stroboskopscheibe möglich, einzelne Geschwindigkeiten sehr genau einzustellen. Eine kleine Bildstrichkorrektur ist möglich.
Auch eine Projektion im Rücklaufbetrieb ist möglich. Das ist zum Beispiel dann erforderlich, wenn man eine spezielle Szene mehrmals vorführen möchte. Am Filmende die Lampe abschalten, das Durchlaufen des Filmes abwarten und den Projektor abschalten. Die hinteren Spulenarm in die oberste Stellung arretieren. Diese ist die Rücklaufstellung. Den Film wieder in der vorderen Spule einfädeln, ein bisschen vorspannen. Und so kann mit dem Projektor 2000 der Film auch mechanisch zurückgespult werden. Gegen Filmende die Friktion auskuppeln. So wird der Filmlauf schneller. Es ist ganz wichtig, dass die Filmbahn sauber gehalten wird. Dazu können Sie den Objektträger einfach abnehmen und die Filmbahn mit einem stumpfen, am besten aus Holz befindlichen Schaber abschaben. Nach der Reinigung den Objektivträger einfach wieder gerade aufsetzen, einrasten und schon ist der Projektor für die nächste Vorführung bereit. Viel Spaß mit Vorführungen mit Ihrem Siemens Projektor 2000!